Gut, ich hatte es ja gesagt, wir wollten das nochmal machen. Wie rechnet man, ohne dass man rechnen muss, also rechnet man, ohne dass man rechnen muss, Quadratmeter in Quadratdezimeter, Quadratzentimeter, Quadratmillimeter umgekehrt oder wie auch immer um? Da gibt es einfach eine einfache Schreiberei. Schreiben. Ich schreibe hin, 0,6 Quadratmeter ist wie viel Quadratdezimeter? Ich sehe, Quadratmeter muss ich aus zwei mal irgendeiner Längeneinheit zusammensetzen. Und ohne jetzt hier mir irgendwas abzubrechen, rechne ich gar nichts und sage, mal 1 geht immer. Aber ich schreibe erstmal hin, 0,6 Meter, eine Länge, mal 1 Meter, wird ja wieder 0,6 Quadratmeter ergeben. Es gibt auch andere Varianten, aber warum soll ich es mir schwer machen? Ich nehme einfach die 1. Und jetzt sage ich, 0,6 Meter, das sind 6 Dezimeter. 1 Meter sind 10 Dezimeter und ich schreibe das tatsächlich mit Einheiten drunter und sage 6 mal 10 ist 60, Dezimeter mal Dezimeter ist Quadratdezimeter. Wie man die Einheiten umrechnet, ich werde dazu Links hier oben anfügen. Dieser Link hier, dieses I, da wartet das Video, da könnt ihr das ganz einfach machen. Gucken wir uns das mal hier an. Beispiel, ich habe 0,6 Meter, also schreiben wir die 0,6 Meter. Das ist der Einer, das ist die Zehntelkommastelle. 0, na, schreib 0. 0,6 Meter kann ich hier direkt hinschreiben. 0,6 Meter und gucke, wo, was steht in der Dezimeterspalte und zwar die einer Stelle, also 6 Dezimeter. Wie gesagt, das ein bisschen ausführlicher dazu gibt es hier den Link. Gucken wir uns das mal bei 1 Meter an. Ich schreibe die einer Stelle des 1 Meters hier rein und sage, und jetzt möchte ich aber auf Dezimeter, dann fülle ich mit Nullen auf. Man kann ja dahinter immer Nullen hinschreiben und sage, okay, dann wären das 10 Dezimeter. Ich könnte, wenn ich hier noch eine 0 reinschreibe, könnte ich sagen, das wären 100 Zentimeter oder 1000 Millimeter. Wie gesagt, zu der Methode dann nochmal später. Gucken wir uns das mal hier drüben an. Ich möchte aus 40 Quadratzentimetern irgendwie Quadratmeter machen. Dann sage ich, okay, das schreibe ich auf als 40 Zentimeter mal 1 Zentimeter. Ich könnte es auch machen mit 20 Zentimeter mal 2 Zentimeter oder 5 Zentimeter mal 8 Zentimeter. Warum? Einfach machen, gar nicht denken. Mal 1, wie gesagt, da ändert sich die Zahl 40 nicht, ne, in diesem Fall. Jetzt mache ich das gleiche mal hier und sage, 40 Zentimeter habe ich. Das ist die eine Stelle. Die trage ich hier ein bei der Zentimeterstelle, denn ich will ja Meter ermitteln. Dann sage ich, okay, das, naja, dann trage ich hier die 4 ein. Jetzt habe ich meine 40 Zentimeter. Und da ich aber zu den Metern will, muss ich eine 0 davor setzen und weiß, aha, hier wäre die einer Stelle von den Metern 0, und so weiter. 0,4, 0,40 kann man auch sagen, muss aber nicht sein, 0,4 reicht. Das gleiche bei 1 Zentimeter. Ich trage 1 Zentimeter hier bei der entsprechenden Zentimeterstelle ein und jetzt fülle ich so weit auf, bis ich auf Meter komme. Aha, ganz einfach, 0,01 Meter. Und jetzt multipliziere ich aus. Ich sage einfach 4 mal 1 ist 4 und lasse Platz. Ich schreibe die 4 hier hin und zähle ab. 1, 2, 3 Kommastellen, 1, 2, 3 Kommastellen, ne? Noch 2 Nullen auffüllen und dann Komma 0. Also die Kommastellen müssen hier übereinstimmen. Wie das funktioniert, werde ich auch noch einen Link hier oben anfügen. Machen wir mal eine Übung. Ansonsten bin ich soweit nämlich fertig. Aber wer Lust hat, der übt jetzt mal mit. Und zwar geht das so. Ich schreibe, habe hier Aufgaben vorgefertigt und ihr löst die mal. Ihr probiert mal, ob ihr das könnt. Und ich schreibe in der, drücke in der Zeit die Pausetaste und rechne die Aufgabe aus. Machen wir das aufgabenweise. Also, drückt die Pausetaste zu Hause, ich mach's auch. Bis gleich. Ah, das ist auch so. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, 0,9 Dezimeter mal 1 Dezimeter sind 0,9 Quadratdezimeter. Hinschreiben. Und jetzt darunter in Millimetern. Mit der Tabelle meinetwegen oder wie auch immer, wenn ihr es auch so könnt. Dann schreibe ich die 90 mm hier hin, die 100 mm von dem einen Dezimeter dahin und sage, und 9 mal 1 ist 9 und dann hänge ich 1, 2, 3 Nullen hinten dran. Peng, fertig. Macht mal die Pausetaste, wir sehen uns gleich wieder. Na, bevor das ans Ausmultiplizieren geht, mache ich mal schon weiter. Guckt mal hier. Ich sage einfach 4 mal 1 ist 4, die schreibe ich aber ganz weit hier hinten hin. Warum? Weil ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kommastellen brauche. Eine habe ich schon, das ist die 4. Und jetzt fülle ich auf 1, 2, 3, 4, 5 noch dazu. Jetzt kommt das Komma und dann kann ich sagen, Meter mal Meter ist Quadratmeter. Die letzten beiden, die macht ihr mal gleichzeitig, ich auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Sonst wird es wieder zu lang. Bis gleich. Na, müsste geklappt haben, ne?
Achtung, hier 24 und 1 Kilometer jeweils. Das sind 24.000 Meter. 1000 Meter, 24 mal 1 ist 24. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 hinten dran. Das gleiche hier. Also umrechnen wieder in Meter. Und dann einfach 25 mal 1 ist 25. Schön weit nach rechts schreiben, damit ich Platz habe. Denn ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Kommastellen. 1, 2 habe ich schon. 1, 2, 3 Nullen dazu sind 5 Kommastellen. 0 Komma davor, peng, fertig. Gut, das geht dann übrigens weiter. Ich mache das gleiche nochmal mit Volumen. Da sieht es ein bisschen größer aus. Ist aber nicht schwerer. Also, bis später. Tschüss.